willkommen zum Abschluss unseres dritten Rumbles. Wir schauen jetzt mal ganz kurz hier rein. Wir sind jetzt hier momentan in Gilde 2 und super Ergebnis. Haben wir jetzt hier insgesamt eine Beteiligung von 39. Ich gehe mal ganz kurz von oben nach unten durch. M. Kreuschi, Gamer LP, Moritz T20, Simal, Toby Crash, Momo, A41, Aristocraft, Sahan, Cedric, Casey Rebel, FIFA Pro, Daniel, Hey Nils, Wasser, Wurstfinger Pro, El Sola, Jordan, Steelhammer, Player, Tiger Top, Relaxo, Puertanio, The Player, Glenny Boy, Honey Dog, noch ein Player, zwei Stück, Grab Gaming, ich, meine Wenigkeit, ja gleich, zwei Pommes, Nüsse, Swag Killer, General Anal, Klon 227, Herr Sofort, Irish Coffee, Gurken TV, Valentin, SF is back und Simon. Ja, ist ja eigentlich eine ganz gute Beteiligung. Was hatten wir hier gehabt? Sieben Stück. Lief ganz gut. Jetzt schauen wir mal rüber. Gehen wir mal rüber in die andere Gilde. So. Benutzer AirPlay ausschalten. So. Jetzt machen wir das mal hier aus. Dann gehen wir mal schnell in die andere Gilde rüber und gucken uns mal an, wie es denn da aussieht aktuell. Komm. Also. Und in der anderen Gilde, na, wird aktualisiert. Jetzt müssen wir schauen. Ich muss auch noch hier. Welcome back. AirPlay. Benutzer. Und Bildschirmsynchronisation. So, und da haben wir 42.000. Gucken wir mal schnell durch, wie das Ganze hier aussieht. Wow, hier muss ich ein bisschen mehr vorlesen. Also, jetzt muss ich mich beeilen. Apsu 66, Hüki LP, Tetsuo, Brownie Nerv, Two-Face, Nero XD, Fiesen, Garden, Herr Bausen. Alle auf Platz 1. Daniel, Hero 8861, Zombie, Luca, Passiger, Dietronic, Kursiolo, da bin ich. Ich habe einmal zwei Punkte verloren, verdammte Axt. Lo 997, Deltron HD 997, Unknown, AKCC 997, Ober 997, Muscle Davis 997, unser Nachrücker, Gamer Guy 996, Bärenkatapult 995, Hero 29, 994, Master Mick, dein Vater. 85, ich sag jetzt nur 1985, Dirtblock HD, McFreezy, Gambigo, Scaro, King Kai, Bektash, A Game Germany Guy, Mark Lever 500, Kobley, Kimberly, Leonard, Tim G, Hahabit, Tore, Cool Tore, auch wieder 91 Punkte geholt, Tim, Luca, Fee, Datonico und Sakai. Wow, eine Minute noch übrig. Was soll ich hier vorlesen? Bei Megaton 0. Ich sag's nochmal, 0. Und nochmal 0, 0, 0, 0, 0. Ja, so machen die Matches natürlich Spaß. Diesmal haben wir jetzt in Gilde 1. Jetzt haben wir unsere maximale, also noch nicht unsere maximale Beteiligung, aber unsere höchste Beteiligung, die wir bis jetzt jemals hatten, von 44 Aktiven. Mit 44 Aktiven, sage ich mal, hat Gilde 1 diesmal sich doch mehr beteiligt als Gilde 2. Und jo, mit dem Ergebnis, sage ich mal, mit 44 Aktiven können wir diesmal wirklich echt ganz gut nach vorne kommen. Coole Sache, richtig, richtig geil. Nice, Leute, richtig nice. Also 44, das macht mir jetzt Mut. Ja, ich habe schon gedacht, wenn wir jetzt 41 und dann geht es wieder runter und dann sind wir wieder unter 40 und so weiter. Aber geil, also was haben wir hier? Hüki LP war eben gerade vorne gewesen. Jo, schauen wir mal, da ist der Two-Face, Apsu, Hüki LP, Brownie nervt, Tetsuo. Hier vorne stehen immer so die, das ist eine Auswahl der besten Spieler aus dem letzten Rumble. Ich stehe nicht dabei. Two-Face hat 1000 geschafft, Apsu hat 1000 geschafft, Hüki LP hat 1000 geschafft, Brownie Nervt hat 1000 geschafft und selbstverständlich darf einer nicht fehlen, der Tetsuo. Da unten, yo, fragt mich nicht, warum ich müsste mir das nochmal anschauen, warum mir zwei Punkte gefehlt haben. Aber na gut,
Das passiert. So, momentan sind wir dann von den Punkten her, sage ich mal, schon hier in, ne, Klasse 11. So, und bis jetzt haben wir jetzt drei Matches hier gewonnen. Gegen Joville Massive, gegen die Actives Only, please. Wobei ich mir die Frage gestellt habe, wo die dann gewesen sind, die Only Actives. In dem Kampf waren sie auf jeden Fall nicht da. Und ich bin eigentlich ganz glücklich darüber. Megaton, wobei die hätten auch jetzt nicht viel machen können. So, und schauen wir mal auf den Zwischenstand. Wie sieht es denn momentan aus in Gilde 1? Ich bin nur auf Platz 6 da unten. Brownie nervt auf Platz 1. Absu 66 auf Platz 2. Two-Face auf Platz 3. Tattoo, oh mein Gott. Sorry, Leute, ich bin heute wirklich... Ich bin heute fertig, also... War ein harter Tag. Tetsuo 82, Garden, da bin ich. Herr Gleich, Kursiolo, Gamer Guy mit 2995 Stern, 15 Jahre oder einfach nur Daniel, 2994 der Low, 2994 Unknown Akasesi ebenfalls, Hero 29, Nero XD, Dytronic, Herr Bausen, Deltron, Fiesen, Dein Vater oder auch 60 Gramm Haferflocken. Mark Oliver 500, Marcel Davis, unser Nachrücker, da ist er, Bektasch, McFreezy, Gambigo, auch aus Gilde 2 noch mit rüber gekommen, a Germany Guy, Kimberly L87, Tim G, cool Tim, finde ich auch gut, klasse, Scaro, Hahabit, Bärenkatapult, den Lennart habe ich gerade übersehen, Lennart, Bärenkatapult, der Tore, ja, jetzt, also Tore, mach dich mal jetzt nicht verrückt, Tore hat sich jetzt ein paar Mal bei mir entschuldigt, dass er die Gilde nicht verlassen hat vorzeitig, weil ich ihn gebeten hatte, ihr Tore, bist eine, eigentlich der Schwächste momentan und in Gilde 2 gibt's ein paar Leute, die deutlich mehr leisten könnten als du und die gerne rüber möchten und nimmst denen den Platz weg, aber ich muss sagen, Tore, was soll ich sagen, guckt's euch an, er hat jetzt auch bei den ersten drei Rumbles mitgemacht, bis jetzt immer aktiv gewesen. Und dann bin ich doch schon zufrieden. Selbst King Kai, der auch, sage ich mal, auch grenzwertig gewesen ist. Aber ich habe ja erfahren, dass ihm sein Handy geklaut wurde. Und das habe ich von einem Freund von ihm erfahren, der auch bei uns in der Gilde ist. Und hat gesagt, bitte schmeißt King Kai jetzt nicht raus, dem haben sie das Handy geklaut und der kommt jetzt wieder und der wird jetzt wieder weitermachen. Und was macht er? Hat auch an allen drei Rumbles mit teilgenommen. So, Sakai, ebenfalls Master Mick, Zombie, Luca Passegger, Hücki LP, Hero, Luca hat mir ja schon geschrieben, hat den ersten Rumble irgendwie verpasst. Aber will jetzt immer aktiv mit dabei sein. 1985, Dirtblock hat es mir geschrieben. Dirtblock hat es mir, glaube ich, geschrieben gehabt. So, Dato Nico, Kavim Doria, das ist der zweite Tim. Ja, und da ist der Veni, Tristan, einen Rumble mitgemacht, einmal komplett durchgezogen. Und da haben wir hier, Oba, Jarzeps, Braindead, jeweils einen Rumble gemacht. Und Gabriel 17, GBGB, GB und A55 Webs, bis jetzt noch gar nichts. Gabriel 17, GBGB, GB und A55 Webs.
Gucken wir doch mal ganz kurz da rein. Hm. 55 Webs, Gabriel, GB. Gehen wir mal ganz kurz da in die Gilde rein. So, ach, guck. Ah, Tore. Tore schafft. Hey, Tore. Was sehe ich da? Jetzt inzwischen auch 9 Cups. Tore, du bist aktiv. Ich bin stolz auf dich. Guckt's euch an. Tore macht. Tore will auch weiter vorne bleiben. Cool. Finde ich super geil. Klasse. King Kai. Tore hat dich schon eingeholt. Marcel Davis, Two-Face, Luca Fee, Luca Passegger. Ihr seht, ich kenne auch die meisten Spieler hier direkt. Sakai Saburo, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. McFreezy, Deveni, Braindead, GBGB da unten. Ah, 55 Webs ist abwesend. Okay. Gut, da kann man davon ausgehen, dass da von der Seite wahrscheinlich nicht mehr viel kommt. Und Gabriel 17 ist tatsächlich ein Mitglied mit 14 Cups. Ein Mitglied mit 14 Cups in Gilde 1, was bis jetzt noch nichts gemacht hat. GB ebenfalls. Naja, kommen ja noch ein paar Rumbles und die späteren Rumbles, die werden auf jeden Fall wieder entscheidend sein. Gehen wir doch mal ganz kurz dann jetzt zurück in ja, genau. Ah, jetzt müsste es mit der Arena auch fertig sein, ne? Ja, hier werde ich nicht großartig was bekommen haben. Jetzt gucken wir doch mal ganz kurz da rein, weil ich habe den ganzen Tag nichts mehr machen können. Das Ding ist vorbei und ja. Aktueller Meilenstein, 250 Münzen und 5. Und es ist einfach nur so extrem ärgerlich. Ich kann es euch jetzt mal zeigen. Ich habe schon relativ viel investiert. Ja, hier an Erweiterungen. Ich hätte jetzt noch gehabt, schaut es euch an. Ich habe hier noch 27 mal 5 Auffüllungen gehabt und 10 mal 18, das heißt, ich hätte dann noch 180 Kämpfe machen können und da nochmal 135, das heißt, über 300 Kämpfe hätte ich noch mit hinzumachen können, aber ey, Leute, unter der Woche, ich weiß nicht, wie ich das hätte machen sollen. Ende des Monats, dann war jetzt die Beerdigung gewesen, heute von meiner Großmutter und so, keine Chance, das irgendwie in irgendeiner Form sinnvoll zu nutzen. Ärgert mich selbst auch ein bisschen. Aber was willst du machen? Das ist jetzt einfach so. Und da gehen meine privaten Sachen in der Situation dann doch vor diesem Arena-Event. Das ist einfach so. Da muss ich sagen, okay, falsche Zeit. Gehen wir nochmal zurück in die andere Gilde, gucken uns da nochmal an, wie es da momentan aussieht, so insgesamt von den Werten her. Und zack. Und dann gehen wir da raus. Und dann machen wir uns jetzt rein. Also. Okay. So. Schauen wir nochmal. Airplay. Und da kommt er wieder. Und auch hier wird auf den nächsten Gegner gewartet. Das war der Burger Boss, Chaos Gamer, Gurken TV, Beast God. Bin mit dem Ergebnis jetzt von Gilde 2 eigentlich auch schon ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Ja, und
Ja, logisch. Ich meine, klar, wir waren jetzt auf Platz 4.393 runtergefallen. Jetzt, wenn wir dann so irgendwo in Klasse 14 wieder landen, ist eigentlich verständlich. Ja, wenn wir, also wir hatten jetzt hier in Gilde 2 stärkere Gegner gehabt als in Gilde 1. Ja, in Gilde 1 war ja nichts gewesen. Ne? So, gucken wir mal hier rein und wieder die Dutch and Netherlands Gilden. Ich weiß nicht, da oben in den Finnlandia, da sind immer die gleichen. In den kälteren Regionen da oben, da spielt man dann nur noch Animation Slowdown. Schauen wir uns noch mal an, wie es hier in Gilde 2 aktuell aussieht. Auch mal ganz interessant. Also das hier waren die Matches gewesen. Das war natürlich außer der zweite Fight gegen die Skull Crushers, die doch schon echt, wow. Die sind da schon ganz gut aufgefahren. Wäre für Gilde 1 interessant geworden, definitiv. Aber hier Gilde 2, da hatten wir keine Chance gehabt. Hier Daniel auf Platz 1, 2821. Cedric 1508 auf Platz 2. Wurstfinger Pro auf Platz 3. 2699 jeweils. Simal auf Platz 4. El Sola auf Platz 5. Aristocraft auf Platz 6. Der Steelhammer auf Platz 7. Jordan auf Platz 8, Wasser auf Platz 9. Dann haben wir den ersten Player. 2.388 Punkte. Momo A41 auf Platz 11. Puertanio. Da kommt der Herr sofort. Der hat ja, ein deutlich stärkeres Deck noch als ich gehabt. Ja, also mein Gott, was heißt ein deutlich stärkeres Deck als ich jetzt hier gehabt? Ich habe hier ein Schrottdeck noch, aber ich bin immer dabei, noch das auszubaldowern und zu verbessern, damit ich während dem Rumble vielleicht doch noch ein bisschen hier mithalten kann. Relaxo, Player, ist der zweite Player, Tiger Top, Honey Dog, Moritz T20, M. Kreuschi, Sahand, FIFA Pro, der Casey Rebel, Nüssig, Lenny Boy, Player, Gamer LP und da bin ich. Ich habe zwar auch an allen drei Rumbles mit teilgenommen, aber mit dem Deck war einfach nicht mehr drin gewesen. Bei diesem zweiten Rumble habe ich ja fast gar keine Punkte geholt. Es war ja unfassbar. Man kann es ja sehen. Valentin E69, General Anal, Irish Coffee, Gurken TV, Pommes, Hey Nils, Swag Killer, SF is back, Burger Boss, Simon S., Toby Crash, Grab Gaming, Klon 227, Maria. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt hier. Based God, Bossman, Noah Dahl. Ah, wir haben auch. Hier sind auch drei Stück, die inaktiv sind. Maxi 15, Chaos Gamer, SCP 001, Kellnon 03, Kilian und alles Noobs. Alles Noobs auf dem letzten Platz. Stelle ich mir die Frage bei alles Noobs, was er sich da jetzt bei gedacht hat, als er sich diesen Namen gegeben hat. Alles Noobs. Muss ich mal reingucken in diesen alles Noobs. Aristocraft, Hey Nils, Steelhammer. Gehen wir mal von oben durch. Ich habe jetzt inzwischen auch ein Level nach oben geschafft noch. Jetzt bei 5 Cups. Beim Herrn sofort muss ich unbedingt ins Deck reinschauen. Sollte ich noch vor dem nächsten Rumble machen, weil das ist nicht schön. FIFA Pro, Moritz, Player, noch ein Player. Grab Gaming, Lenny Boy. Swag Killer, Gamer LP, Casey Rebel, Nüsse, so, SF is back, Hey Nils, Kellnen, Wurstfinger Pro, Honey Dog, General Anal, Gurken TV, Tiger Top, Pommes Simal, El Sola, Irish Coffee, Valentin,
Burger Boss. Marie. Horseman, Based God, alles Noobs. Alles Noobs. Ja, scheint auch so nicht wirklich was zu machen. Also ich meine, ich habe immerhin jetzt schon einmal die erste Epic gefarmt. Es war eins der ersten Sachen gewesen. Was habe ich gemacht? Eins der ersten Sachen. Ich habe den Account jetzt erst frisch. Mal gucken, was haben wir denn hier? Na, das dauert noch 5 Stunden, bis die Sachen erforscht sind. Bin in die Abenteuer reingegangen. Hab dort in den Abenteuern dann... Oh, da kann ich jetzt auch nochmal was machen. Geil. Ja, dadurch, dass ich aufgestiegen bin. Ja, dann versuche ich doch mal in der Zwischenzeit jetzt mal auf die Schnelle hier mal irgendwie eine Peggy oder sowas oder Waffen zu farmen. Gucken wir mal. Ich skippe das hier jetzt genauso durch, weil das hier auf dem Level sogar noch möglich ist. Mit Rindfleisch gefülltes Kolon. Lass uns einfach mal schauen, ob ich bei dem Account jetzt hier auch noch eine Peggy oder eine Waffe bekommen kann. Das wäre natürlich geil. Problem ist, ich muss die Combo erstmal erforschen und das dauert dann wahrscheinlich relativ lange. So, wieder einen Sieg reingeholt. Gleich vorgearbeitet hier zu der Stage, um hier nach Möglichkeit Peggy und das Gewehr zu bekommen. So. Ja, das habe ich jetzt diesmal verloren. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, da hätte ich sogar den Fry mit dem Slurm Loco spielen können. Müssen wir mal schauen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit meinem Deck das hier schaffen kann. Einfach mit durchskippen. Ja, doch, geht noch. Okay. Jetzt haben wir es schon gleich auf Gold-Level. Also erstmal Silber haben wir dann erreicht. So, jetzt gehen wir hier weiter. Dann kommt die Luan. Die braucht kein Mensch. Ich brauche sie nicht. Weiter. Wer hat ja noch, 17 Leben da? Oh, jetzt habe ich es wieder verloren. Oh. Auf geht's, komm. Kostet ja nur 2. Und skippen. Vielleicht sollte ich jetzt aufhören zu skippen. Ja, ich höre jetzt auf zu skippen. Das macht jetzt keinen Sinn, sonst verbrate ich hier unnötig meine wertvollen Punkte. Aber ich versuch's. Ich versuch's. So, wir gucken jetzt einfach mal, was habe ich jetzt hier. Ja, das geht alles noch nicht. Dann machen wir hier den Dale erstmal. Da kommt er auch mit einem Dale, der natürlich stärker ist. Dann habe ich hier ein Kostüm. Oder mit Henkels Spukhaus. Das geht nicht. Das geht alles nicht. Verdammte Axt. Naja. Okay. Ruppert. Ah, den Fry kann ich dann mit Ruppert spielen. Dann machen wir es mal so rum. Muss ich hier doch selber ran. Ich hatte gehofft, dass ich das auch so irgendwie schaffen kann. Aber... Ah, Alkohol ginge auch. Scooty Puff Junior. Nö, dann nehme ich lieber... Alkohol, Moment. Alkohol kann ich auch mit Professor Farnsworth spielen. Dann habe ich das Alkoholbad. Das ist nämlich auch mal gar nicht so schlecht. So, jetzt kann der Dale auch nur einmal boxen. Ja, was machen wir jetzt? Der wäre sonst... Ah, wohl die Holophon-Hits kriege ich klein. Dann spiele ich jetzt erst einmal an der Stelle... Ja doch, ich mache den... Nein, würde er ja nicht überleben. Ich muss es so rum machen. Und der Burger Boss bekommt ja noch den Zweierbonus. So, wollen wir mal schauen, ob es mir nicht doch gelingt, da irgendwie. Da sieht man halt jetzt den Unterschied zwischen Automatik und richtigen Spiel. So, den Hank. Gut, da sind wir durchgekommen. Und wow. Jetzt wird's echt eng. Hank, das hier wäre der Running Back Hank.
Das ist Verstopfung, Henk. Das geht noch nicht. Und das ist der Teufel, Henk. Und der Teufel, Henk, ist eine richtig geile Karte. Also, für den Anfang, sage ich mal, ist die richtig cool. Und lohnt sich auf jeden Fall, wenn man noch am Anfang ist. Jetzt sollte ich tatsächlich mal hier Scooty Puff Junior spielen, damit ich da um den Bluegrass noch wegbekomme. Und jetzt ist es sowieso gewonnen. Ich will jetzt hier nach da vorne kommen. So. Peggy und Gewehr und oder Gewehr wären schon eine nice Sache. Jetzt gucken wir mal. Na, kommen wir noch zu seltenen Splittern. 17 Leben. Sport. Dale. Luan. Ja, eben gerade Dale. Okay. Natürlich jetzt völlig unspektakulär, was ich hier mache. Für diejenigen, die es ja schon länger spielen oder meine anderen Videos kennen, ich weiß. Das ist nicht wirklich prickelnd jetzt hier, aber es geht mir jetzt darum, auch denjenigen noch zu zeigen, die... Ja, kann ich jetzt hier mal den Rupert noch nebendran spielen. Ja, das ist das blöde Schild. Das blöde Schild. So, bam, 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 bringt alles nix. Dann machen wir hier mal die Luan. So, dann haben wir den schon nochmal weg. Das ist gut so. Jetzt kommt er mit dem Waschbrettbill. Macht nix. Hier könnte ich theoretisch das spielen, aber für mich da hinten der Slurm-Loco. Wenn ich den da gespielt habe, dann habe ich... Ach, das habe ich ja sowieso schon gewonnen mit dem. Toll. So, jetzt bin ich im Gold-Level. Und jetzt kann ich theoretisch anfangen, Peggys zu farmen. Peggys und Gewehre. Gucken wir mal, ob wir irgendwas bekommen in der Richtung. Da ist das erste Gewehr. Ja. Wäre cool. Wo? Mit meinem zweiten Account versuche ich jetzt hier. Robert, ich hast du auf dem anderen nicht Geld? Doch, habe ich inzwischen auch. Natürlich. Ich habe Rocket. Da brauchen dann Entwicklungen auch so lange. Ja, hier brauchen sie jetzt genauso lange, ja. So, ah, Bill und die Schule wäre natürlich der Bill-Dose, ist auch eine geile Sache. Ja, Bill-Dose ist immer nice. Können wir gerade mal kurz hier reingucken, machen wir das doch gerade mal. Das ist der Bill-Dose, auch für die Leute, die noch am Anfang sind, wie ihr seht. Effektiv, sehr, sehr effektiv. Jetzt hätten wir hier noch das Alkoholbar. Oh, hier können wir... Fry. Spielen wir mal die Propane erstmal. Und dann gucken wir uns an. Oh, jetzt kriegt tatsächlich der Lobbyist Dale. Ne, da kriegt er echt meinen Bulldozer klein. Ich werd bekloppt, ey. Hier Grand Theft Hank oder Frykowski. 8. Auch 8. Und der boxt aber wenigstens noch. Ja. Boah, ja, 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 ist ja gut, chill mal hier. Uiuiuiui, na, das wird nix, mehr. Ja, das war's, das kann ich ja kapitulieren, verdammt mich noch mal, gibt's doch gar nicht. Ich versuch's gerade nochmal, ich hab ja noch zwei Versuche, habe ich noch offen. Zwei Versuche habe ich noch offen. Wir sind immer noch auf dem ersten Platz. Ja, ja, natürlich. Mit der, die erste Gilde hatte jetzt mehr Glück als die zweite Gilde gehabt. Das ist unfassbar. Die zweite Gilde hat Pech gehabt. Ist gleich im zweiten Match auf einen starken Gegner getroffen. Und wow. Da hat es dann gleich schon mal richtig gekracht im Gebälk. Hier jetzt doch nochmal den Bill mit dem Bulldozer gespielt. Gucken wir mal. Und eventuell sieht die Sache diesmal ein bisschen... Ah, nee. Was ist gemacht? Ja, das ist der hitzige Bill. Okay. Ah, ist natürlich sehr ungeschickt, wenn der dann einen Stock hat. Aber egal. Bam, 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 bam. Gleich. Ja. Du hast hier ja auch schon viele Kombos gemacht. Nee, du, die hast du, die waren noch von dir, aber da muss viel, viel mehr gemacht werden mit dem Account.
Der Account, den du da hattest, der ist wirklich extrem schrottig. Extrem schrottig. Also, ey, du hast richtig geile Karten dort und hast nichts draus gemacht. Also, hallo, eine Flügelmutter Lila hat er da und sagt, er hat keine geilen Karten. Ja, also, sorry, aber das ist echt crazy. Hm? Die Arena, nein, habe ich noch nicht bekommen. So, jetzt war es das eigentlich. Ja, ich weiß, ich habe deinen Account weitergespielt. Ich habe für dich hab ich die Kämpfe gemacht. Damit wenigstens ein paar Punkte von der Seite reinkommen. Deswegen weiß ich schon, was du da hast, und da muss einiges gemacht werden. Also gut, so wie das aussieht, schaffe ich es echt nicht hier. Noch nicht, bin ich noch nicht stark genug. Das auf Gold Level. Nein, du hast dein eigenes Ding. Du, wirklich. Ehrlich. Du hast das nur alles nicht erforscht, ne? Nein, ich habe das alles. Ich habe das alles noch nicht erforscht, nein. Das ist halt blöd. Das ist so schnell davor. Das ist richtig. Ja. Ja. Und jetzt habe ich nur so einen Schrott. Naja, gut. Ich werde jetzt einfach mal nach da hinten raus. Nach da hinten rausgehen. Dann gucken wir mal. Jetzt kommt er mit dem Ding da an. Hm. Ja, jetzt kann ich noch das NRA-Mitglied spielen. Das NRA-Mitglied ist ja gar nicht mal so schlecht. Ist nur die Frage jetzt, in welche Richtung der jetzt boxt. Und da hinten könnte ich natürlich noch den Hank spielen. Das wäre eine gute Sache, wenn, dann würde ich es schaffen. Mit dem Hank würde ich es schaffen. Jetzt muss ich einfach nur das Kostüm, ne, ich hab's gepackt. Wow, ähnlich wie ich Chapter 24 gemacht habe. Nach hinten rausgespielt und da hinten die Combo gespielt. So, aber nichts gewonnen. Naja, aber zumindest mal, sage ich mal, habe ich bald die Möglichkeit, da was zu holen. Hm. In der Arena sieht es hier jetzt, naja, kann ich auch noch ein bisschen was machen. Aber was haben wir denn noch für Aufgaben? Hier sind ja relativ viele Heldentaten. Werde einen Helden auf Stufe 5. Schließe das Kapitel Schlimme Tina ab. Schalte als Helden Dale frei. Recycle 5 deiner Karten. Ah, ich hätte die Silbermeisterstufe auf einer Insel machen können. Egal. Silbermeisterstufe. Strudelexperte. Ja, das kriegen wir schon hin. Was mache ich jetzt hier am besten? Nur 5 Karten recyceln. Das kann ich. Das kann ich gut. Gucken wir gleich mal. Recyceln. Da ist ja extrem viel Schrott drin. Also mit dem Dale überhaupt. Warum habe ich denn den? Achso, weil ich den sonst nicht. Ja, den muss ich erst noch weiter erforschen. Nicht erforschen. Aufleveln. Die Drogenkarten. Flugzeug. Also, die beiden Flugzeuge kann ich jetzt schon auf jeden Fall rausschmeißen. Hey, den Fry. Den könnte ich auf jeden Fall. Die Geldkarte ist jetzt uninteressant. Erstmal Jean Hermes. Holophon-Hits. Wie viele habe ich denn davon? Wow. So, komm, eine noch. Eine noch. Eine Kostümkarte. Krippenbabys, Gucci Copy. Kunst. Oh, Linda. Linda habe ich jetzt auch schon ein paar. Das ist natürlich geil. Ein paar Lindas sind cool. Ja, diesen X-Cube, den weiß ich jetzt schon, brauche ich definitiv nicht. So, jetzt müsste ich eigentlich ja diesen Bonus schon bekommen. Gehen wir mal raus. 5 Stück habe ich recycelt, wenn ich richtig gezählt habe. Und 5 Karten recycelt, genau. Gibt es nochmal 50 Punkte. 1000 und 25 Gigawatts. So, jetzt gucken wir doch mal, dass wir in Fry... Moment. Den Fry. Das hier ist ein. So, wo ist er? Wo ist er, der Fry? Wo ist der Fry? Wo ist er? Wo ist er? Komm schon, Bubsche, komm schon. Da ist er.
Den bringen wir jetzt mal ein bisschen nach oben. Karten fusionieren. Fry ist immer eine gute Wahl. Gerade wenn ich den Slurm-Loco dann auch noch spielen kann. So. Okay. Da muss ich dann auch noch was machen. Kann man eigentlich gerade upgraden. Kann man noch fusionieren. Ach nee, das Auto füllen will ich jetzt eigentlich nicht. Lass ich jetzt erstmal die Hanks so. Jo, ihr müsst jetzt eigentlich gleich der nächste Rumble losgehen. Hyperbolisch. Oh. Cool. Nochmal 50 Punkte geholt. Nochmal 1000. Nochmal 25 Gigawatts. Geil. Wow. So, gucken wir da nochmal rein. Was machen wir denn da? Jetzt ein Hank. Ne, Dale. Kostüm 5646. Drogen. Die Kostümkarten kann ich eigentlich ganz gut. Oh ne, das ist 90, ne? 5620. Habe ich noch so eine Krippenbabys? Habe ich auch. Machen wir hier. Leveln wir das mal hoch. Und dann fusionieren wir die. Oder ich lasse die mit drin. Genau. Ich lasse die mit drin. Dafür fusioniere ich den da. Ja, das Auto füllen, ich weiß. Aber ich will eigentlich die zweiten Krippenbabys drin haben. So, machen wir die zweiten Krippenbabys rein. Wo sind die? Wo sind sie? Paintball mit Waffen, muss ich auch mal zusehen. Ja, hat er schon automatisch gemacht. Ja, cool. Jo, nächster Rumble müsste jetzt soweit sein. Gucken wir mal rein. Dann machen wir das gerade mal schnell. Ein Match hat begonnen. So, bis jetzt hat Cedric und Klon angegriffen. Gucken wir mal, was der Gegner hier hat. Dann wisst ihr gleich schon immer Bescheid, was da kommt. Das gleiche mache ich dann gleich noch mit dem ersten Account. Jo. Und los geht's. Dale. Na, Krippenbabys können wir hier auch schon gleich spielen. Gucken wir mal. Hank. Kommt er mit dem da? Das hier wäre der himmlische Hank. Das ist Verstopfung Hank. Und Verstopfung Hank kriegt auf jeden Fall Paintball mit Waffen klein. Das ist geil. Himmlischer Hank ist auch nicht schlecht, aber Verstopfung Hank finde ich besser. So. Der ist nämlich jetzt schon weg. Und dann habe ich hier schon gleich als erstes, wow, habe ich jetzt gleich schon den Slurm-Loco auf der 2. Und das ist jetzt schon mal richtig nice. Guckt euch die Karte jetzt schon an. Slurm-Loco auf der 2. Am liebsten hätte ich den jetzt auf der 1 gehabt, aber na, schon die Cutie MC Whiskers. Ja, und damit gewinne ich hier mein erstes Match für... Naja, was heißt mein erstes Match? Ist ja jetzt nicht so, dass ich vorher keins gewonnen hätte. Aber ich gewinne mein Match hier für die zweite Gilde. Und das mit dem schwachen Account. So, weiter geht's. Also der Gegner scheint jetzt diesmal nicht so stark zu sein. Kann man auch von ausgehen, dass die Gegner jetzt für Gilde 2 nicht mehr so stark sind, weil wir ja das Match in Runde 2 verloren haben. So, machen wir hier den Farnsworth und dann machen wir hier die Krippenbabys mit hinzu. Machen wir den QTMC Whiskers wieder. Und das sieht doch echt gut aus aktuell. Gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Hat er überlebt? Okay. Burger Boss kann ich noch nicht. Dale kann ich noch nicht. Gut, nur mit Dale. So, das rocken wir jetzt einfach mal ganz, ganz schnell und souverän durch das Ganze hier. So, dann haben wir Sport mit dem wäre das hier, der Baseball Dale.
Ich könnte natürlich aber auch nach hinten gehen und könnte dort den Bildoser spielen. Und der Bildoser macht natürlich gleich auf Anhieb viel mehr Spaß, wenn er rauskommt. Oh, guckt euch das an. Der hat hier sogar... Nee, das ist... Hä? Was mache ich denn die ganze Zeit? Das ist doch... Oh, ich verwechsel das momentan. Schulekarte ist es. Schulekarte. Nett ist. Mann. Blöd, Mann. Also ich. Na gut. Macht nichts. Hey, ein QTMC Whiskers schlägt sogar Stan. Geil. 88 nur. Zweiter Kampf gewonnen. Nice. Sag noch, bis zum Ende des Rumbles hier wird der Account hier noch hier zum Knaller. Knaller-Account. Naja, sind wir noch weit von entfernt. Wissen wir ja. Propane Bill. Bill und Kunst. Ja, das ist natürlich. Ich mache jetzt hier erstmal den Bill hin. Mal gucken. Wow. 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 Okay. Bobby. Alles klar. Das ist nicht gut. Naja gut, der macht jetzt erstmal nur einen Schaden. Plus das Ganze, was er wegboxt. Das ist nicht so schön. Bill nochmal mit dem Kostüm am besten hier hinten. Ach, okay. Das ist nicht toll. Dann habe ich hier den Toga-Bill immerhin und der würde mit der Bombe zumindest schon mal ein bisschen Schaden noch machen. Aber das wird jetzt meinen Toga-Bill nicht mehr überleben. Keine Chance. Insgesamt gesehen, gegen diesen Account hier kann ich nicht anstinken. Das kannst du vergessen. Das kann ich jetzt schon... Ja gut, ich weiß nicht, wenn ich jetzt kapituliere, wie es mit den Punkten aussieht. Das müsste man mal testen, ob man bei der Kapitulation... 8 Punkte habe ich nur geholt. Schade. Mhm. Weiter geht's. Gucken wir mal. Rocken das jetzt erstmal hier durch. Come on, man. Das geht mit Bill. Das geht alles mit Luann und Dale. Ich will als allererstes mal den Bill. Wow. Hier hätte ich jetzt den Center Bill. Aber hier hätte ich den Toga Bill. Der würde wenigstens in 2 Runden hier das Klavier down bekommen. Krippenbabys und Hank. Gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Oh nein, er hat es nicht geschafft. Warum? Weil die... Hä? So, himmlischer Hank. Und das ist die Luann. Oh mein Gott. Schlecht. Schlechte Karte. Das lohnt sich nicht, kann ich nicht machen. Ich brauche jetzt erstmal die Luann hier vorne, dass die eine Runde überlebt. Damit ich dann in der nächsten Runde... Oh, wow, wow, wow. Autsch, 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 autsch. Hier muss ich jetzt zusehen, dass ich da den Hank mit dem Kostüm gespielt bekomme. Ja, auch das Match, keine Chance. Ist klar. Ja, keine Chance. Da kann ich nichts, da kann ich nicht großartig was machen. Ja. Wieder nur 8 Punkte geholt. Ja, wieder nur 8 Punkte geholt. So. Wer ist momentan aktiv? Der Player zum nächsten Kampf. Und ja, ich
Ich weiß nicht, was da jetzt alles kommen wird. Oh mein Gott. Jetzt kriege ich natürlich nur die schrottigsten Karten. Naja, was will ich machen? Wobei, jetzt hier könnte unter Umständen interessant werden. Jetzt habe ich hier den traumatisierten Hank. Ich hätte den Teufel Hank spielen sollen. Naja, gut. Jetzt habe ich noch Ruppert und mit Ruppert kann ich den wenigstens noch ein bisschen pushen. Und dieses Match sollte auf jeden Fall gewonnen werden. Es muss so sein. Geht gar kein Weg dran vorbei. So, also. Ja. Noch die Krippenbabys. Machen wir den Centerbill, der kann wenigstens nochmal alles ein bisschen durchheilen. Zack, 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 zack. 94 Punkte. Wenigstens wieder einen Sieg reingeholt. Das ist schon mal nicht schlecht. So, weiter geht's. Wir haben noch 5 Stück. Komm, Baby, komm, Baby, Baby, komm, komm. Ja, das sind natürlich Sachen, das ist echt ärgerlich jetzt hier, ne? Ist echt ärgerlich. Aber was willst du machen? Kannst jetzt nicht ändern. Spielen wir erstmal die Krippenbabys. Dann kommt er mit einer Luan. Dann spiele ich hier den Burgerboss. Kommt er mit einem Steve. Dann komme ich mit noch einem Burgerboss. Oh mein Gott. Kommt er mit noch einem Steve. Ja. Jetzt kann ich hier nur hinten noch. Ja, gucken wir mal. Essence Truck. Die Waffe spielen auf das NRA-Mitglied. Das wäre schon mal nicht so schlecht. Wow. Der Steve ist fast down, aber auch eben nur leider fast. So, dann hätten wir hier den Hank. Mit dem Hank kann ich die Propane nochmal spielen. So. Oh, da kommt Teddy. Autsch. Aber was soll ich machen? Ich muss jetzt hier tatsächlich, das wäre der betrunkene Hank und das ist Grand Theft Hank. Ich will es mal Grand Theft Hank. In der Hoffnung, dass ich da jetzt noch, wow, irgendwas reißen kann. Jetzt spielen wir hier die Luan. Das war jetzt schon mal gut. 8. Und dann, wenn er jetzt überlebt, habe ich das Ding gewonnen. Ja, er überlebt. Ich habe gewonnen. Jawohl. Komm, 8 Schaden. Zack. Das Ding ist gewonnen. Auch wenn nur 55 Punkte bei rausgekommen sind. Aber 55 Punkte sind 55 Punkte. Ja. So, noch 4. Gucken wir mal. Ich freu mich. So. Ruppert. Oh, da, aber erstmal jetzt muss ich aufpassen. Das ist nicht wieder vergeige. So, nicht. Das wäre. Da ist er. Mit der Schulekarte, der Bulldozer. Ich will jetzt den Bulldozer haben. Und. Oh. Jetzt pushe ich den noch mit dem. Ruppert. Oh, nein, mein Bildloser ist weg. Ich werd bekloppt. Och Mann, das ist echt blöd. Naja. Also wenn ich gegen so jemanden hier mit dem Account gewinnen könnte, das wäre ja The Burner. QTMC Whiskers. Damit ist schon mal der eine Bob weg. Hm? Oh, Pow, Tucket, Patriot Ale, jawoll. So macht man das, jawoll. Jetzt hätte ich hier bei den nächsten Professor Franz, oder? Oi. Komm, hau wenigstens noch irgendeinen weg, mach den nicht mehr. Naja. Das war jetzt nichts. Gut. Hab ich wenigstens ein paar Punkte geholt. Ganze 7 Punkte. Wie toll. Toll. 7 Punkte.
Aber gleich geht's rüber in Gilde 1 und da wird es dann eventuell das erste Mal spannend werden. Schauen wir dann einfach mal, wie das Ganze dann in Gilde 1 läuft. Oh, jetzt kann ich den Teufel Henk spielen. So. Und der macht wenigstens schon einmal richtig schönen Schaden. Hier kann man den Fry mit dem Alkoholbad spielen. Oh. Musik, Kostüm. Der betrunkene. Ach, mit dem Alkoholbad. Der betrunkene Fry. Hey, cool. Ich bin's gewehrlos geworden. Geil. Und der Henk macht seine Arbeit eigentlich ganz gut. Guckt's euch an. Wow. Hey, ich gewinne das Match. Das ist ja unfassbar. Ich gewinne dieses Match. Und da könnte ich noch den hitzigen Bilder hinten spielen. Das ist egal jetzt. Ich hab's gewonnen. Ich bin echt sehr, sehr überrascht jetzt hier. Über 98 Punkte. Na also, es geht doch. Ich bräuchte jetzt noch ein paar von dieser Sorte. Gut. Weiter geht's. Kann man gleich weitermachen. Fry mit Alkohol oder Henk. Krippenbabys. Alkohol. Fry mit Rupert. Ich will jetzt erstmal einen Fry und dann gucken wir mal. Fry mit. Das wäre das, dieser Scooty Puff Junior. Und das ist der betrunkene Fry. Und der betrunkene Fry wird gleich. Oh. Hier pushe ich den jetzt nochmal ein bisschen. Wird aber jetzt erstmal noch nicht ganz reichen, um diesen Boomhauer wegzubekommen. Oh, 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 oh. Wieder den Cutie MC Whiskers da gespielt. So, und. Hey, hey, guckt's euch an. Ich besiege mit meinem komischen Deck tatsächlich den hier auch noch jetzt. Also das wird ja echt, wird ja richtig interessant jetzt hier. Okay. 93 Punkte gemacht. Wer hätte das gedacht? Und das in so kurzer Zeit mit einem Anfängerdeck. Einem blutigen Anfängerdeck. Naja. Hier ein 44er Schule Bildose. Machen wir gleich mal, fangen wir gleich mal so an. Die Bildose, genau. Jetzt haben wir schon 9. Und dann habe ich hier den Teufel Henk. Und der Teufel Henk, der wird jetzt hier richtig, richtig aufdrehen. Guckt es euch jetzt an. So, und das Ding werde ich wahrscheinlich gegen den hier, wenn es gut läuft, auch gewinnen. Gucken wir mal. Ja, sieht doch. Oh, und der kommt sogar hier schon mit einer. Ist geil. Ist das geil, Leute. Ist das geil. Nee, kommt Leute, ich lasse ihn einfach mal weiter boxen und spiele jetzt hier hinten Karten aus, die in irgendeiner Form einfach nur Schaden machen. So, 20. Ich werde verrückt, ich werde verrückt. Ich gewinne sogar gegen den Typen, der hier schon eine Leggy hat. Und jetzt habe ich das NRA-Mitglied sogar noch. Ey, ist das nicht nice? Ist das nicht nice? Ich kann es kaum glauben. Ey, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. So, ja. Ich würde mal sagen, da ändert sich jetzt nichts mehr dran. Ich habe mit dem Account hier gegen den Typen gewonnen. Wow. Wow, 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 wow. Richtig, richtig nice. Coole Sache das. Sieg, 90 Punkte. Respekt. Okay. Ja. Schauen wir mal,
Das wird ja dann auch später erst alles aktualisiert. Da sind wir jetzt auf 2382, sind jetzt Klasse 14 wieder. Und ja, werden uns wieder Stückchen, Stück für Stück nach vorne arbeiten. Jetzt wechsle ich nochmal rüber in den Account Nummer 1. So. In Account Nummer 1. So, machen wir das nochmal schnell und dann sind wir auch schon durch. So, Account Nummer 1. Gehen wir mal in die Schlägerei rein und schauen mal, wie es da momentan aussieht. Match hat begonnen. 12.397 Dollar Coffin Spire. Zwei Stück und bei uns sind es schon 17 Leute, die aktiv sind. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Defense Deck drin habe oder das Offense Deck. So wie es aussieht, müsste das jetzt das Offense Deck sein. Und dann ziehen wir das jetzt einfach mal durch. Machen unsere 10 Matches und das war's dann für heute. So, also auf, los geht's los. Lasst uns mal schauen, was wir hier für Gegner haben. Jo. Könnte unter Umständen diesmal spannend werden. Gegen Cartoon Hustle. So, beginne ich jetzt gleich mal mit der Gigidigan. Und oh, das sieht ja jetzt schon mal stark danach aus, als könnte ich das einfach durchskippen. Da brauche ich gar nichts mehr großartig zu machen. Die Zeit können wir uns sparen. So. Platte 100. Perfekt. Perfekt Match. Nächste Runde. Noch 9. So. Cartoon Hustle. Jetzt muss ich aufpassen, dass die Automatik wieder raus. So. Und ich spiele jetzt als allererstes das Gewehr und dann gucke ich erstmal, was da kommt. Okay. No, das geht ja jetzt schon. Da kann ich mich ja jetzt schon durchsägen. Und wenn ich jetzt nochmal von der Seite mit pushe, wird es nicht ganz reichen. Schade. Na gut, das Blender Express Schiff macht aber selbst keinen Schaden mehr. Und das ist positiv, weil dadurch, ja, ist es dann auch wieder wurscht. So, machen wir hier noch den Hintern. Damit wäre schon nochmal die, ja, nimm es denn Stans SUV aus dem Spiel. Und ja, und jetzt kann ich auch hier skippen. Das brauchen wir uns jetzt nicht mehr anzutun. Nächster Kampf, Platte 100, Kampf Nummer 2. Weiter geht's zum nächsten Kampf. Yo, Cartoon Hustle. So, nächster Kampf. Okay, und Automatik erstmal wieder raus. Wieder eine defensive Einheit. Verstehe es überhaupt nicht, warum ihr alle immer defensive Einheiten benutzt, wenn ihr... Also, das hilft euch überhaupt nichts. So, jetzt ist die Frage... Bob mit Ringen oder Tom Landry Middle School mit der Lila. Ich mache jetzt mal erstmal die Ringen. Das müsste die einäugige Ballkanone sein. Lass uns einfach mal schauen. Das ist die einäugige Ballkanone. Ja, und das wär, der macht 20 Schaden.
Die macht 18 Schaden. Aber hier hätte ich, sage ich mal, im Gegenzug dann gleich noch die Möglichkeit, mit dem... Achso, perfekt. Ach gut, das ist ja noch geiler. Peggy und paddelnde Peggy. Das ist ja easy. Richtig, richtig easy. Ja, schön. Jetzt hauen wir dem richtig eins vor die Glocke. Keine Chance. Das kann ich jetzt auch wieder skippen. Da kann der gar nichts dagegen tun. Der Kollege, der Kniesknaddel, hey. So, das ist jetzt Kampf Nummer 3. Noch 7. Das dürfte, wenn es so weitergeht, haben wir hier einen glatten Tausender. Und ja, schauen wir mal. Also, auf los geht's los. Eine glatte 1000 will ich jetzt sehen. Tim Hu von Cartoon Hustle. Wow, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Jetzt ist die Frage. Ich könnte natürlich jetzt beginnen. Ich fange jetzt mal so rum an. Ich fange mit der Furzschule für Hochbegabt. Nein, erstmal hier mit Bob an. So, dann gucken wir mal. Das wäre anal entstellt. Und das wäre der Bandit Bob. Und der Bandit Bob wird jetzt noch gepuppt. Nee, ich habe ja hier den Push gar nicht. Ich habe ja nicht Roger. Ich habe nicht Roger. Es ist nicht Roger. Nein. Zwei Schaden würde jetzt der Robert noch machen. Und die zwei Schaden werden aber wieder geheilt. Was mir jetzt natürlich nicht gefällt, überhaupt nicht gefällt, ist die Tatsache, ich müsste versuchen, oh, 10 Schaden, ey. Aber ich kann so noch ein bisschen heilen dann. Jetzt machen wir erstmal, wir nehmen jetzt erstmal den Rapid aus dem Spiel. Und jetzt muss einfach die Tina heilen. Jetzt sollte ich versuchen, so wenig Schaden wie möglich zu machen. Also erstmal kriegt die 4 zurück. So, jetzt ist es schon wieder auf 21. Okay, gut. Ja, maximale Punkte. So, okay. Jetzt kann ich allerdings auch die Louise mal hier schützen. Jetzt kriegt sie 9 Leben zurück und ich will jetzt die glatte 100 hier haben. Ich akzeptiere das ja dann erstmal. Glatte 100. Jawohl. Allen Schaden geheilt, bevor das Match beendet war. Hier muss man beim Rumble, muss man teilweise ein bisschen um die Ecke denken. Hier geht es manchmal echt auch darum, wenn man die glatten 100 erreichen will. Tja, ich weiß. Gibt Leute, Two-Face meint, gibt noch Leute, die noch keinen Rumble gespielt haben. Ich weiß es, ich habe es gesehen und ich bin überrascht, dass es Leute aus Gilde 1 vor allem auch sind, ja. Aber gut. Jetzt Gilde 1 und Gilde 2. Komm halt die aus Gilde 2 das nächste Mal hoch. Die aktiver waren. Fertig. Dafür haben wir jetzt 2 Gilden. Ich mache mir da überhaupt keinen Stress. So, also dann. Oh, jetzt noch. Ach, das kann ich jetzt eigentlich schon wieder laufen lassen, weil. Aber da wird gar kein Schaden passieren. Das ist auch eine glatte 100. Glatte 100. So, weiter geht's. Weiter geht's. So, noch 5. Noch 5. Ja, und dann hätten wir Tina oder Peggy. Ne, Peggy will ich will Peggy dafür nicht verschwenden. Kommen wir der Tina. Oh, Rollerskate. Haley. Das ist natürlich jetzt, das Ballmädchen kann relativ viel wieder heilen. Künstlerin Tina macht 21 Schaden. Aber die muss erstmal die Leben wieder zurückbekommen. Und das Ballmädchen, sage ich mal, kriegt relativ schnell die Leben wieder zurück. Gucken wir mal. Also. Jetzt machen wir hier weiter mit dem Stan. Machen wir weiter mit dem Stan erstmal.
So, die holt sich jetzt sowieso gleich wieder alles zurück, was geht. Oh, Tom Landry Middle School. Das wird wahrscheinlich diesmal keine glatte 100 werden. Ich muss jetzt echt zusehen, weil meine Tina da hinten kann ich natürlich nicht heilen. So. Das haben wir schon mal wieder. So, jetzt kommt er mit einer Pawtucket Patriot Ale. Und ich sollte jetzt noch den Bob spielen, der kann nämlich auch heilen. Mhm. Und die Louise, die holt sich auch wieder Leben zurück. Aber nicht so schnell. Bob kann heilen. Jetzt spiele ich da hinten noch die Peggy, die. Ja, aber. Bob heilt 5. Ich spiele jetzt erstmal hier die Peggy hin. Ich will nach Möglichkeit versuchen, meine Punkte zu safen. So, und jetzt können wir noch die die paranoide Louise hätte ich vielleicht vorher mal spielen sollen. Ja, der kriegt noch ein bisschen was geheilt. Und schauen wir mal, wie viele Punkte. 98. Nein, es ist keine glatte 1000. Es ist keine glatte 1000. God damn, Mann. Jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, währenddem ich mit meinem Charakter in Gilde 2 froh bin, wenn ich ein Match gewinne, bin ich hier gefrustet, wenn ich keine glatten 100 bekomme. Das ist, das sollte jetzt, hier fangen wir jetzt richtig an, gleich loslegen. So, da wird gepusht. So, da hätten wir schon nochmal 23 Schaden. Hier können wir noch das Gewehr spielen. Und ja, da können wir skippen, da passiert nichts mehr. Glatte 100. Eine glatte 100. Sind jetzt nicht mehr viele. Was haben wir jetzt hier? Den Peter, Bill. Ja, das wäre der Center Bill, aber den Center Bill möchte ich eigentlich erst später spielen. Dann mache ich jetzt lieber erstmal hier vorne. Oh, das ist natürlich. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber nun gut. Müssen wir jetzt durch. Spiele es jetzt erstmal so rum. Dann spiele ich den Denkeraffen, wobei ich echt aufpassen muss jetzt, dass wir da nicht in irgendeiner Form. Mal gucken, ob wir jetzt eine betrunkene Peggy. Oh mein Gott. Eine betrunkene Peggy. Jetzt habe ich einen Denkeraffen. Also diese betrunkene Peggy muss auf jeden Fall so schnell es geht jetzt hier weg. Oh nein, 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 nein. Gut. Ist das ärgerlich, ehrlich wahr. Jetzt könnte ich hier natürlich noch heilen mit dem Rupert und dem Bill, wenn ich da jetzt noch zukomme. So, jetzt gucken wir mal. Bitte heile. Heile 6 Stück. Da wird nochmal geheilt. Und er kommt nicht mehr zum Heilen. 93. Oh, shit. Okay. 93. Noch 2. Cartoon Hustle. Sofort und gleich YouTube against Cartoon Hustle. Let's have a look at this. Amy. Da kommt der Denkeraffe jetzt raus und da ist jetzt Feierabend. Spiele ich noch die Gigi die Gun in der nächsten. Im nächsten Zug und dann kann ich das Ding hier einfach skippen. So. Easy.
Das Match ist easy. Eine glatte 100. Kommt immer drauf an, was man gleich am Anfang am Start hat, ne? So, und noch ein Match haben wir und dann sind wir auch schon tatsächlich durch. Dann haben wir es echt geschafft. Und jo. Peter mit Ringen. Luis mit. Oh, also wir schauen jetzt erstmal generell. Da haben wir eine Ringenkarte. Naja, wirklich Schaden würde die Francine ja jetzt nicht mehr machen, weil sie ja schon alles runtergekrippelt bekommt. Er hat eine Linda, okay. Hier kann ich jetzt noch die Anal entstellt spielen. Und dann wird da auch nichts mehr großartig. Kommt Laserrasierer. Ah, ja. Gibt tatsächlich Leute, die das auch noch spielen, den Laserrasierer. Ja. Und das ist jetzt wirklich ein bisschen ärgerlich mit dem Laserrasierer. Wie viel Schaden mache ich denn jetzt hier? Also ich muss jetzt erstmal, ich cripple dann alles runter. Erstmal wird jetzt hier, wenn es gut läuft, ja, und er crippelt es auch noch, genau, und dann macht der Laserrasierer schon mal keinen Schaden mehr. Das ist gut so. Und jetzt spielen wir hier die Lila, da können wir die Flügel mit der Lila noch spielen und dann ist das Ganze vorbei. Einmal und zweimal und jetzt kann ich nur noch skippen. Fertig. Jo, 96. Jetzt würde ich mal sagen, ziemlich gut gelaufen, das Ding. Ich muss gleich noch dem Herrn sofort Bescheid geben, dass der auch seine Matches dann macht. Gehe ich mal von aus. So, wo sind wir denn überhaupt? Gucken wir doch mal ganz kurz hier rein, wie es momentan aussieht. Und dann, ui. Wahnsinn, bin gleich bei euch. So, Two-Face und Tetsuo sind die einzigen beiden bis jetzt, die die glatte 1000 geschafft haben. Congrats, also wow. Garden 996 Absu, 995 Hüki LP, 988 Lo, 983 Dirtblock, 970 Hero, 944 Zombie, 933 Kimberly, 932 Gambigo, 926 Tim G. Cool. 911 A Germany Guy, 907 Nero XD, 896. Ja, ich hab. Also ich bin da auch irgendwo da vorne mit ihm. Deltron HD 846 Ober 838. Okay. Unknown AK Ceci 783. Luca Passegger 672. Marcel Davis 668. Habit 637. Dein Vater 571. Und Daniel 180. Gegen zwei Kämpfer. Boah, momentan sind wir hier, also ich bin jetzt hier aktuell schon, wie die meisten, sage ich mal, aus der Gilde in dieser Gruppe hier. Ach ne, das wären die nächsten Klassenbelohnungen. Wir sind jetzt momentan hier in Klasse 9 und ja, schauen wir mal, wo wir zum Schluss landen werden. Ich bin gespannt. 4 Tage, 22 Stunden sind noch übrig. Da wird es noch einige Rumbles geben, da wird es noch einige richtig heiße Kisten geben. Bis jetzt haben wir hier in der ersten Gilde noch keinen richtigen Gegner gefunden gehabt. Der wird aber mit Sicherheit kommen und dann wird sich zeigen, wie stark unsere Gilde tatsächlich ist. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seid mir nicht böse, wenn ich heute keinen Stream mache zu dem Thema. Hab's euch ja bereits gesagt, ich habe heute eine extrem schwere Aufgabe für mich hinter mich gebracht, habe bei der Beerdigung meiner Großmutter heute die Grabrede gehalten, die ich auch selbst geschrieben habe, selbst verfasst habe, und
Ja, es war interessant, obwohl der Pfarrer schon wirklich ein sehr guter Redner war, ja, hat er mich gelobt und hat gemeint, dass ich wohl noch Sachen gesagt hätte, die seinen Horizont auch noch erweitert hätten. Also, das ist schon ein großes Lob, sage ich mal. Ja, wobei er dann gemeint hat, Geist für Theologie, also Zeit für theologische Diskussionen oder Gespräche hätten wir halt jetzt leider nicht. Ja. Gut. Ja. Das. Ja, der Tag wird sich dem Ende zuneigen. Das normale Leben wird wieder seinen Lauf finden. Und dann schauen wir mal, wie es alles weitergeht. Ja. Euch wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Abend. Weiterhin viel Erfolg beim Rumble. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare rein. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Wenn ich jetzt in dem Video heute nicht so gut drauf gewesen bin, verzeiht's mir, weil, wie gesagt, die Situation war heute nicht so toll. Ich habe eine Stunde in etwa geschlafen und habe es wirklich nicht leicht heute gehabt. Und jo, hoffentlich schaltet ihr das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Roller. Und mit mir dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.